Landhand heisst Hände, die wertschaffen. Die Erhaltung und die Förderung von traditionellen Handwerkstechniken, das steht im Vordergrund von dieser ARG Landhand. Es geht also darum, weg von der Massenproduktion hin zur Natur. In der Markthalle zur Gans gibt es den zweiten Erlebnismarkt am Samstag, am 18. und am Sonntag, am 19. März. Ein Haufen Ausstellerinnen und Aussteller sind dort. Und wir haben einfach eine ausgewählt, nämlich die Alexandra Milesi vom Wurzelwerk in Grabs. Und wir haben geschaut, wie sie einen Kurs vorbereitet hat in der landwirtschaftlichen Schule. Sie ist bei Landhand auch dabei. Hier aber macht sie etwas für die Kräuterakademie. Interessant. Oh, Alexander, du bist es so einrichten. Was ist jetzt das da? Für was ist das da? Also, wir haben ja morgen einen Kurs zum Thema Lebensmittelrecht. Und damit das nicht allzu trocken wird, werden wir nach der vormittäglichen Theorie nachmittags eine kleine Kräuterakademie-Challenge machen. Das heißt, die Teilnehmer werden in 4 Gruppen unterteilt und kriegen per Losverfahren als Gruppe, als Team Aufgabe. Eine Gruppe kriegt die Aufgabe, eine Salbe herzustellen, eine macht eine Teemischung, die anderen ein Kräutersalz und die vierten eine Konfitüre. Und Ziel der Challenge ist, dass die Teilnehmer ihr Produkt von der Zubereitung her ganz genau abwiegen, die Zutaten deklarieren und als Abschluss für ihr selber kreiertes Produkt ein richtig gut deklariertes Etikett machen. Also dass sie quasi das, was wir am Vormittag im Theorieblock behandelt haben, dann ganz, ganz praktisch umsetzen können. Und du bist es auch hier, du bringst alles her. Ich bringe das meiste mit aus meinem Lagerbestand, aus meinem Eigenkräuteratelier. Wo hast du denn der Lagerbestand? Der ist in Grabs, bei meinem kleinen Wurzelwerkladen. Wurzelwerk, weil ich mit vielen anderen Frauen aus dem Werdenberg zusammen schaffe und wir sind quasi wie an der Basis miteinander vernetzt. Deswegen der Name Wurzelwerk. Und du pflanzt ihn an? Ich pflanze selber an, also in erster Linie Kräuter, um sie zu zeigen. Jetzt nicht unbedingt wahnsinnig viel für den Verkauf. Aber bei mir im Garten wachsen ungefähr 300 verschiedene Kräuter, Duftpflanzen. Und die tue ich eben ganz gern an meinen Kursen eben auch direkt und lebendig den Teilnehmern zeigen. Ah, und das bringst du einen Teil dann noch her. Aber die wachsen jetzt natürlich noch nicht. Nein, jetzt kommt erst der Bärlauf. Mit dem fängt es immer an im Frühjahr. Und der Rest, der braucht noch ein Momentchen. Und apropos Kräuter, man meint immer, sich alles sehr gesund. Aber man kennt ja auch Schierlingsgift, ist auch Kräuter. Oder Bärlauch kann ganz gefährlich sein, gell? Wenn man Meierisli verrutscht. Genau, also der Bärlauch hat 2 große Maiglöckchen und die Herbstzeitlose, mit dem man es verwechseln kann. Ja. Und wenn ich draußen in der Natur unterwegs bin, man sieht eben auch wirklich, die Blätter von der giftigen Herbstzeitlose wachsen zum Teil zwischen dem Bärlauch drinnen. Also da muss man wirklich gut achten. Hast du da noch Zwischenpflege? Ist das Schnaps da? Most. Das ist das Ringelblumenöl. Oh, das mach selber. Das stelle ich selber her und weil ich da jetzt noch ein bisschen was übrig habe, habe ich gedacht, das gebe ich den Leuten auch mal zum, wenn sie es mitverwenden wollen. Und man sieht von den Ringelblumenblümle, hier wären sie eben im Original. Hier ist das Öl, wie schön orangig das Öl davon wird. Das kann man bei dir auch kaufen, oder? Ich mache eben kleine Mengen. Also es hat einfach, was es hat, aber ich sag mal, reingucken, reinschnuppern im Laden lohnt sich eigentlich immer. Wann kann man zu dir in den Laden kommen? Im Moment habe ich einfach nach Vereinbarung. Also am besten eine Mail oder ein Telefon und dann mache ich ganz gerne was ab. Und eben, wie gesagt, du bist es noch mir richten. Wir schauen einfach mal ein bisschen über die Schulter und reden zugleich. Also, morgen hast du jetzt 18 Leute, gell? Morgen habe ich 18 Leute für den Lebensmittelkurs. Es ist im Moment auch sehr interessant, weil wir haben ja im September von der Kräuterakademie unser 10-jähriges Jubiläumsfest mit einem großen bunten Markttreiben, wo eben ehemalige Absolventinnen und Absolventen auch ihre Produkte verkaufen können. Und gerade für die ist es natürlich auch nochmal interessant, bei so einem großen öffentlichen Anlass zu gucken, wie muss ich ordentlich deklarieren, was muss ich auf dem Markt beachten, wie sind die Hygienevorschriften. Eben, gell, das hat mir ein Naturarzt mal beigebracht. Nicht alles, was natürlich ist, ist ja ungefährlich. Es gibt einfach sehr, sehr viele Giftpflanzen und ich sage immer, die Natur hält eigentlich die stärksten Gifte für uns parat. Deswegen tut es mich auch so wichtig, dass, wenn man mit der Natur schafft, wirklich auch ein Stück weit solide Ausbildung hat. Dass man wirklich auch die Botanik kennt, dass man die Pflanzen kennt, mit denen man umgeht. Du hast es gelernt, gell? Ja, also ich bin in der Uni Berlin gewesen. Genau. Ich habe zunächst eine Ausbildung als Biologielaborantin gemacht und habe dann an der Uni Berlin noch mal eins aufgestockt. Eine Frage, mit dem gar nichts zu tun hat. Wie kommst du auf Krebs?
Ja, ich sag mal, im 94 habe ich während dem Universitätsstudium ein Praktikum gemacht in der damals noch Flugakademie in Buchs. Ach so. Da war ich in der Biochemie und dort habe ich meinen Mann kennengelernt. Ah so, also nicht mit Krebs die besten Kräutli wachsen, oder? Also ich habe mich sofort in die Gegend hier verliebt, in die wunderschöne Natur vor allen Dingen. War damals schon sehr viel unterwegs, auch zu Berg und in Berg und Tal und halt sowieso auch immer gern nach den Pflanzen geschaut. Aber eben, von der Besonnung her ist ja dort in der Studenstraße, wo du jetzt bist, ja nicht so super, oder? Nein, es geht. Es geht. Ja. Also ich sage mal, im Winter ist die Sonne relativ schnell weg, im Abend. Also im Sommer kann man abends schon noch ein bisschen länger hütteln. Jetzt vielleicht noch zwei, drei Sachen. Du bist auch bei Landhand. Was ist denn das, Landhand? Landhand, das ist im Prinzip, ja, der Slogan ist Hände, die Werte schaffen. Aha. Es ist im Grunde ein Kunsthandwerkverband. Und es war gar nicht so einfach, da aufgenommen zu werden, weil die Parole gilt, sie wollen nichts Gebasteltes, sie wollen wirklich Kunsthandwerk. Also ich habe mich dann eben auch so einem Vorstellungsaudit unterziehen müssen, wo zwei sehr nette Damen gekommen sind, sich meinen Laden angeschaut haben, meine Produkte angeschaut haben. Und demnach ist dann quasi entschieden worden, ob ich mitmachen darf. Aber Entscheid ist positiv ausgefallen. Und da sieht man jetzt also, ich glaube, 18. und 19. März gab in der genau, bei dem großen Handwerker-Erlebnismarkt. Der hat ja zum Thema Fundgrube Garten und ich werde da einen ganz speziellen Stand machen. Unter anderem auch mit gepflanzten Beet und mein Thema sind Räucherpflanzen. Ich gebe eben auch Kurse übers Räuchern mit Kräutern, mit Harzen und das ist das Hauptthema von meinem Stand an dem Erlebnismarkt. Und wenn nicht der Alexander noch alles dabei ist, das zeigen wir euch jetzt. Und wir lassen Alexander ein bisschen richten und dann reden wir noch ein bisschen weiter. Der zweite Erlebnismarkt, der ganze der Markthalle am 18. und 19. März, der hat es in sich. Da ist schon mal Annemarie Ackermann. Ihre Passion ist nebst dem Kochen natürlich eben das Häkeln von Designtopflappen nach Motiv von konkreten Künstlern. Ein Hingucker in der Küche. Oder dann ist Delsbeth Ackermann. Sie macht Abfahrtskittel und diverse andere Kittel von A bis Z selber angefertigt und von Hand bestickt. Oder dann ist eben Renate Gschwend. Sie zeigt Grundkurse zum Erlernen von alter Häkeltechnik. Gabelhäkeln wird angeboten. Keine Ahnung, was es ist, das müsst ihr selber erfahren. Und dann geht es weiter. Freie Handstickerei mit der Margrit Bleiker. Das heisst nicht fadenbundene Stickerei. Außergewöhnliche Materialien in Verbindung mit speziellen Garn werden zu einzigartigen Projekten verarbeitet. Das müsst ihr gesehen haben. Holzmock, das ist gespannt von der Margrit und Martin Mock. Sie schnitzen, brandmalen, eine Zimmerei, Schreinerei, eine Sägerei, alles auf Kundenwunsch. Überhaupt der Austausch ist bei dem zweiten Erlebnismarkt ganz etwas Grosses. Es gibt Klöppelkurs, auch das etwas ganz Spezielles, da kann man sich austauschen und eben das alte Handwerk wieder lernen. Und dann wird eben auch regionale Brot- und Riebelkultur angeboten in Form von Produkten. Verschiedene Schnitzereien, ausgesägte Motive von Landschaften bis Jagd vom Hans-Peter Emmenegger. Mit der Silvia Reifler kann man sich austauschen über Werchtigs- und Sonntagsfesttrachten für Frauen und wie man eben vorgeht, wenn man so etwas nach Massbestellung macht. Sicher ganz interessant. Sache. Die Regula Gysin wiederum zeigt, wie man Schal, Küchentücher, Tischsitläufer und Küsse mit selber gewobenen Stoffen, also nach eigenen Entwürfen, herstellen kann. Ganz interessant auch der Verein Webstube aus dem ganzen Land. Der Verein gibt es seit 1993 und dort gibt es eine Webstube mit 12 verschiedenen Webstühlen. Also insgesamt ein sehr reichhaltiges Angebot eben bei der Landhand-Ausstellung in der Markthalle Sargans. Der zweite Erlebnismarkt am 18. und 19. März. Und mit dabei eben auch Alexandra Milesi vom Wurzelwerk zu Grabs. Und wir haben weiter zugeschaut, wie sie den Kurs von der Kräuterakademie am Vortag eingerichtet hat. Jetzt hast du noch ein Fiebermesser drin. Für was ist das? Ja, also hier werden ja Salben und Cremes morgen von den Teilnehmern zubereitet. Und wenn man da nicht ordentlich auf die Temperatur schaut, dann funktioniert das Ganze eben nicht. Also da muss man schon ein bisschen wiegen, abmessen, um da auch ein gutes Ergebnis zu erzielen. Das heisst eine Kräuterakademie, also wer so etwas abschließt für alles, das ist noch ein Akademiker, oder? In gewissem Sinne ja, weil die Ausbildung wirklich sehr, sehr umfangreich ist. Eben wirklich auch mit zwei Wochenendmodulen reiner Botanik losgeht. Also da gibt es schon ab und zu ein bisschen erschrockene Gesichter und blasse Nasen, aber ich sage immer, ja, das gehört einfach zu einer fundierten Kräuterausbildung mit dazu. Da kommt man wirklich nicht drum rum.
Die Kräuterkenntnis, das ist halt sehr wichtig. Ja? Die ist sehr wichtig. Ja. Machen wir es immer? Ich habe keine Ahnung. Also, ich kann mich erinnern an Pschirempel, oder? Ich kann mich erinnern, hat man nachgeschaut und Zeug und Sachen, hat man nicht mehr so. An was? Pschirempel, ist das ein Buch, wo man anschaut, die verschiedenen... Pschirempel, sagt man jetzt ehrlich gesagt. Aber Monokotylidone, Dicotylidone, das sagt er alles. Jawohl. Lauter so komplizierte Namen muss man da lernen, oder was? Also ich sag mal, was ein bisschen kompliziert anmutet, sind von vielen Pflanzen die botanischen Namen. Ja. Auf der anderen Seite tue ich das in meinen Kursen auch immer ganz gern thematisieren, weil die geben einfach immer nochmal wie eine Art Extra-Auskunft über die Pflanze. Also diese botanischen Namen setzen sich aus zwei Worten zusammen und ich sage dem immer so ein bisschen lustig Vorname und Nachname. Und wenn man jetzt zum Beispiel bei Pflanzen im Nachnamen sieht, da steht Officinalis, dann sagt das zum Beispiel über die Pflanze aus, dass die schon im Altertum, schon früher in den Offizien in den damaligen Apotheken verwendet worden ist. Also wenn man das im Nachnamen sieht, kann man eigentlich davon ausgehen, das ist eine alte Heilpflanze. Ich höre schon, ist hochkompliziert. Also, aber es ist wichtig, dass man so Zeug weiss. Du bist jetzt in dem Fall, ich weiß nicht despektierlich, du bist ein richtiges Kräuterweibel oder man könnte vielleicht auch sagen, Frau Pfarrer Künzli von Grabs. Also manche sagen spaßhaft, also immer mit dem Zusatz, sie meinen es nicht böse, ich wäre ja eine rechte Kräuterhexe. Oh. Und dann sage ich aber immer dazu, ja, aber eine mit Flugschein. Lebt man besser, wenn man sich mit Kräutern auskennt oder wenn man genau weiß, was wichtig wäre für den Körper? Ich denke ja, einfach mal allein schon mal deswegen, weil der Umgang mit der Natur und mit den Pflanzen einfach oh viel Freude macht. Auch die Arbeit im Garten mit den Kräutern. Es gibt eine wahnsinnige Entspannung, eine wahnsinnige Erdung. Und deswegen würde ich das einem auch jedem empfehlen. Und seien es nur ein paar Blumentöpfle auf dem Balkon. Ich habe immer das Gefühl, es gibt wahnsinnig Rückenweh. Ja, da muss man halt ein bisschen Sport nebenzu machen. Dann ist der Rücken gestärkt und vermag das ganz, ganz gut. Ist auch für den Darm gut, gell? Damit der Darm etwas besser aufnehmen kann. Natürlich Kräuter ist auch wirklich eine sehr grosse Heilwirkung. Es ist eine große Heilwirkung. Ja. Und ich sage eben auch immer, mein Lieblingsspruch ist der von Hippokrates, eure Nahrungsmittel sollen eure Heilmittel sein. Und deswegen ist mir auch wichtig, also auch den täglichen Umgang mit Kräutern zu lernen. Nicht erst, wenn man es weh hat, sondern wirklich die auch als Gewürzpflanzen, als Nahrungspflanzen in die alltägliche Ernährung mit einzubeziehen. Genau. Nochmal vielleicht eine fast letzte Frage. Landhand, also da gehst du rauf, du stellst das Lädchen ganz auf eine spezielle Art und Weise vor. Das ist gut besucht, gell, die Ausstellung? Die ist super besucht. Vor 2 Jahren war ja schon mal Erlebnismarkt zum Thema Wollverarbeitung in Sargans. Und ich fand es auch schön. Also ein ganz tolles, interessiertes Publikum, die sehr neugierig waren und nachgefragt haben. Und ich muss sagen, das trifft man nicht auf vielen Märkten. Also so an, dass es wirklich einen ganz tollen Austausch, einen ganz tollen Dialog gibt mit den Kunden. Wir machen das eben morgen so, dass 4 Gruppen stellen jeweils 1 Produkt her, was dann aber anschließend natürlich an alle verteilt wird. Also es kriegt dann jeder von den Teilnehmern ein Säckchen mit jeweils einem Kräutersalz, einer Hautcreme, einem Tee und einer Konfitüre mit nach Hause. Mir dünkt es nämlich immer ganz schön, wenn man wirklich auch was Praktisches im Kurs macht, damit die Teilnehmenden auch so wie abends ihrer Familie zeigen können. Und schau, und das haben wir hergestellt an dem Kurstag. Da hat man wirklich auch ein bisschen was in der Hand und ist nicht nur mit Theoriewissen vollgestopft worden. So, da haben wir jetzt ganz viele verschiedene Kräuter. Alle, die Kräuterakademie abgeschlossen haben, werden dann schon wissen, was es ist. Ist dann nämlich auch gerade noch mal wie so ein Wissen rekapitulieren, wie so ein bisschen ein Test. Was ist denn das alles da? Also. Das ist Karotten, ha? Ganz eindeutig. Da haben wir Ringelblumen, Goldmelisse, Johanniskraut, Malvenblüten, das Mädesüß und was ist das da? Mädesüß. Da kannst du es schmecken. Das ist ja ganz intensiv. Das sind jetzt die getrockneten Blüten von Mädesüß. Wie schaffst du denn, dass das Tier so intensiv schmeckt? Indem sie schonend gedörrt und anschließend gut trocken und kühl verpackt sind.
Die sind jetzt vom letzten Sommer. Aha. Und die wachsen bei dir? Die wachsen bei mir im Garten. Das sind aber nicht so die Kerbel, ha? Nein, man könnte es, ja, von Weitem könnte man es davon halten. Aber von der Struktur von den Blüten her ist es ganz was anderes. Und man sagt dem auch die Wiesenkönigin. Also der volkstümliche Name Mädesüß hat nichts mit dem süßen Mädchen zu tun, ja, ja, sondern heißt eigentlich übersetzt von unseren keltischen Vorfahren, macht das Mäd süß. Aha, und für was ist es hier vor allem? Also früher ist es genommen worden, um den Honigwein zu aromatisieren. Was aber das Interessanteste an dieser Pflanze ist, ist, dass die eine Art natürliches Aspirin enthält. Aha. Also bei allen Beschwerden, bei denen man auch Aspirin-Tablette nehmen kann, ist das eigentlich eine wesentlich schonendere, natürliche und aromatischere Alternative. Ideal für unser Kopfwehtal. Ideal für unser Föhn- und Kopfwehtal. Und zum Beispiel ideal eben auch in Kombination mit anderen Pflanzen für einen sogenannten Frauentee. Ah, und was mischst du noch am Morgen? Das, also in welchem Verhältnis was gemischt wird, überlasse ich den Teilnehmern. Aha. Ziel ist einfach, dass sie genau die Zutaten abwiegen und für die Deklaration, für das Etikett anschließend in der erlernten richtigen Reihenfolge auf dem Etikett angeben. Hin hat es etwas Holunder, ja? Es hat auch ein bisschen so ein Holundergut, das stimmt schon. Unglaublich, was da alles so wachsen ist in der Region. Ich glaube, wenn wir sich auskennen, gell, würden wir noch manches sehen, wo einem sonst so gar nicht auffällt, wenn man so ein bisschen durchläuft, durch unsere Landschaft. He? Oder mal auf eine Kräuterexkursion mitkommen. Ah, das machst du auch? Den Frühjahr gibt es 4 verschiedene Kräuterexkursionen. Eine hier im Raum Buchs, eins im Berner Umgebung, eins Umgebung Frauenfeld und bei einem in Stans. Wer Lust hat, schaut einfach mal auf meine Website www.wurzelwerkkrabs.ch. Und bei dir ist ähnlich wie im Neuenburg gesehen, mit dem Hans H. Traber, kann mich erinnern. Okay. Also ein Meter Fürschig ist schnell gegangen. Bei dir auch so? Genau so ist es. Gerade am Wegesrand, man entdeckt eins ums andere Kräutchen. Und wenn die Teilnehmer dann noch so wirklich neugierig sind und viel wissen wollen, dann kommt man aus dem Erzählen gar nicht raus. Also man bewegt sich relativ langsam vorwärts. Es ist auch mehr so ein Kräuterspaziergang, also Wanderung wäre übertrieben. Ja, wenn man sich intensiv mit etwas will beschäftigen, dann kommt man eh langsam vorwärts. Auch während Möglichkeiten am 18. und 19. März langsam durchzuwandern durch den zweiten Erlebnismarkt in der Markthalle zu ganz und eben mit den verschiedenen Ausstellerinnen und Ausstellern zu reden, euch austauschen. Es heisst eben, weg von der Massenproduktion hin zur Natur, zur Natürlichkeit, sicher ein ganz spezieller Anlass.